zur Wechsel eines Kofferraumdeckeltasters von einem E60, E61. Da ist der Kofferraum der Taster. Hier ist der Gummi kaputt. Und das sieht man auch sehr schön, die Not. Und das muss also jetzt nie hochgebogen werden, weggebogen werden, und dann kommen wir schon dran. So, hier ist der erste Rastpunkt schon rausgegangen. Da ist der zweite Rastpunkt raus. Den Grundträger entnehmen. Man sieht, dass er hier verbunden ist. Da ist so ein Druckpunkt und den löst man und dann kann man das wechseln. Dann wird dieser Punkt hier eingesetzt. Das Ganze wieder hier eingebracht. Hier oben. Und dann einfach reingedrückt. Und schon geht's wieder.